Moin Leute, heute haben wir ein Kit von Elector, nämlich den Tapir E-Smoke Detector. Elector ist ja weit bekannt als Zeitschrift für Elektronikbegeisterte und ich persönlich habe die Zeitschrift eine Zeit lang abonniert gehabt. Ich muss zugeben, mittlerweile nicht mehr, aber ich kaufe immer noch ab und zu die einzelnen Ausgaben am Kiosk. In der Zeitschrift werden viele Kits vorgestellt oder Projekte vorgestellt, die man zu Hause ausprobieren kann, nachbauen kann. Also für jemanden, der sich für Elektronik interessiert, der es auch lernen möchte, kann ich das nur empfehlen. Ist aber auch so weit bekannt. Ich finde es schade, es gibt mittlerweile nicht mehr so viele Elektroniker-Zeitschriften. Und was ich auch schade finde, ist, dass die meisten oder viele Projekte, die es heutzutage gibt, sich um Arduinos drehen im weitesten Sinne, also wo man dann selbst was programmieren kann, wo man fertige Module kaufen kann, die schon fertig gebaut sind, in Arduino einstecken, programmieren und dann läuft irgendwas. Ich persönlich stehe total auf analoge Schaltung, die analoge Dinge machen und das ist so ein E-Smoke Detector, ist ja sehr simpel aufgebaut, hat mein Interesse geweckt. Da habe ich Elector gebeten, gefragt, ob sie mir eins zuschicken mögen. Das haben sie gemacht. Vielen Dank nochmal an Elector. Dieser E-Smoke Detector kostet, meine ich, auf der Seite so um die 25 Euro, was ich erstaunlich viel finde, weil viel scheint hier nicht drin zu sein, aber wir werden gleich schauen. Ich habe auch auf der Webseite den Schaltplan für diesen Detektor gefunden und letztendlich funktioniert sehr simpel, dass wir hier eine Antenne haben und wir können also E-Smog oder elektrische oder auch magnetische Wellen detektieren und die an meinem Kopfhörer hörbar machen. Das heißt, die Signale, die hier empfangen werden, werden durch eine Schaltung verstärkt und am Kopfhörer hörbar gemacht. So eine ähnliche Schaltung habe ich bereits vor längerer Zeit gemacht. Ich werde den Link zu dem Video unten verlinken. Ich habe auch damals als Antenne eine Spule benutzt, um magnetische Felder aufzuspüren und die dann verstärkt und an einem Kopfhörer hörbar gemacht. Man konnte dadurch natürlich nur die Signale hören, die im Hörspektrum liegen, also bis 20 kHz. Das wird hier natürlich ebenfalls der Fall sein. Deswegen auch E-Smoke Detector finde ich an dieser Stelle etwas nicht ganz korrekt, weil man natürlich unter E-Smoke auch höhere Frequenzen versteht, also im Kilohertz oder auch im Megahertz-Bereich. Und hören kann man ja nur bis 20 Kilohertz. Das heißt, das meiste Spektrum, was man mit dieser Schaltung empfangen würde, würde man nicht mehr hören. Also sprich, man würde nur einen ganz kleinen Bereich, nämlich den niederfrequenten Bereich, hören können. Auf der Schaltung ist ja nicht so viel drauf. Wir haben nur diese drei Transistoren, die als Verstärkerschaltung aufgebaut sind. Dadurch erreichen wir über diese drei Stufen eine ziemlich hohe Verstärkung. Also ich vermute mal, dass diese Schaltung dadurch sehr empfindlich ist. Und wir haben hier vorne dann einen ESD-Schutz oder eben Dioden, die dann eine zu hohe Spannung hier dann klemmen, sodass wir dann, dass die Transistoren dann keine zu hohe Spannung erfahren. Was mich vor allem interessiert, ob man diese Schaltung dann als eine so eine Art HF-Probe benutzen kann, also ein Detektor für elektrische und magnetische Felder, den man dann am Oszilloskop benutzen kann und so dann eben zu Hause zum Beispiel einfachste EMV-Messungen verwenden kann. Natürlich, der Zusammenhang zwischen Eingang und Ausgang ist hier nicht spezifiziert. Das heißt, wie hoch die Verstärkung nachher sein wird, wissen wir nicht so genau und ob sie dann auch über alle Frequenzen gleich ist, wissen wir auch nicht genau. Das heißt, das ist nur sozusagen Pi mal Daumenwert, kann man sehen, ob eine Schaltung strahlt oder nicht strahlt, aber man kann jetzt keine qualifizierten Messungen darüber machen, ob diese Strahlung, die man dann empfängt, ob sie dann zu hoch oder ob sie zu hoch ist, ob man sich da Sorgen machen sollte, wenn man dann was empfängt. Wie ich schon vorher erwähnt habe, viel ist hier nicht drauf. Auch hier können wir die Antenne, ich sag jetzt mal Antenne, auswechseln.
Das heißt, wir haben hier zwei Arten von Antenne drin. Ich gucke mal, ob ich da was finden kann. Wir haben also einmal eine Spule. Da, wir haben einmal eine Spule. Das ist, wie ich sehe, eine fast identische Spule, als die ich damals schon vor längerer Zeit in meiner eigenen Schaltung verwendet habe. Also mit der Spule können wir dann magnetische Felder detektieren. Und über diese Leitung, wie ich das verstanden habe, diese Leitung wird dann wie eine Antenne benutzt, mit der können wir dann elektrische Felder messen. Über diese Steckverbinder können wir dann zwischen diesen beiden, zwischen Spule und der Antenne wechseln. Das heißt, wir können dann entscheiden, ob wir jetzt magnetische oder elektrische Felder detektieren können. Ein Gehäuse gibt es hier nicht, sondern die Leiterplatte ist gleichzeitig das Gehäuse. Gespeist wird das Ganze von einer Batterie, die nicht dabei ist, aber das macht nichts. Ich vermute mal, dass die Batteriekontakte hier drauf kommen. Das heißt, diese vier Leiterplatten werden wohl zu so einer Art, so einem Gehäuse mit rechteckigem Querschnitt zusammen verlötet. Ich nehme mal an, sie werden verlötet. Und das ist alles an Bauteilen. Das ist nicht viel, was man bekommt für 25 Euro. Und natürlich Kopfhörer. Nylon MP3 Kopfhörer, oh, die können MP3-Signale dekodieren, oder was soll das heißen? Gut, sei es drum, immerhin sind Kopfhörer dabei. Ich schlage mal vor, wir bauen das mal zusammen. Ich sehe gerade, es ist keine Anleitung dabei. Kann man denn... Also ich gucke mal, ob die Leiterplattenbeschriftung sozusagen einem erklärt, was wo drauf gehört. Also bei den großen Sachen kann man sich das denken, bei den ganzen Verbindern. Bei den kleinen Sachen vielleicht etwas weniger. Also sie sind Kondensatorenwiderstände. Und ich glaube, diese Transistoren, die sind in einem sehr kleinen Gehäuse. Aber es sind doch drei Transistoren, meine ich. Ich sehe gerade nur einen. Ich sehe nur einen Transistor. Ach so, ja. Und da sind die restlichen beiden. Ach so, und das ist Tüte 1 und Tüte 2. Eine Anleitung ist nicht dabei, also werde ich mir erstmal eine ausdrucken. Ich habe mir jetzt die Anleitung heruntergeladen. Interessanterweise, die Anleitung ist in Englisch. Also ich habe diese Anleitung von der deutschen Lektorseite heruntergeladen. Ich weiß nicht, ob es noch eine deutsche Übersetzung gibt. Finde ich sehr interessant. Die fängt erstmal damit an, dass hier eine kleine Partslist aufgelistet ist, was ist alles dabei. Da kann man schon mal prüfen, ob man alles dabei hat, was man alles braucht für die Montage. Und dann noch einige Tipps, was man beachten muss, wie man SMD-Bauteile lötet, wie die PCBs aussehen und wie man das Ganze zusammenbaut. Und vor allem auch, finde ich gut, hier ist auch erklärt, worauf man dann achten soll, was man dann falsch machen könnte. Sind viele Schritte, vor allem auch, habe ich hier gesehen, gibt es irgendwo in der Mitte, wo man dann hier Drähte anlöten kann, um die Schaltung schon mal mit Spannung zu versorgen. Und dann muss man prüfen, ob das alles funktioniert und dann diese Drähte wieder ablöten und dann weiter zusammenbauen. Sozusagen quasi in der Mitte nochmal ein Funktionstest der noch nicht fertig zusammengebauten Schaltung. Da muss man dann auch irgendwas nachmessen. Ich habe mir noch gar nicht genau durchgelesen, was natürlich auch hier vielleicht noch Zeit in Anspruch nehmen wird. Das ist die Montage der Antennen. Also auch da muss man dann mit Stromschlauch nochmal was machen. Ich glaube, da ist kein Stromschlauch dabei gewesen. Na doch, es ist hier ein Stück Stromschlauch dabei. Das ist auch die Frage, was man noch alles zukaufen müsste. Das werden wir nachher nochmal sehen. Oder ob schon alles dabei ist. Ich schlage mal vor, ich baue das Ganze zusammen.
Ich muss sagen, das Kit ist ziemlich schnell ziemlich frustrierend geworden. Laut Anleitung muss man diese mittlere Platine erstmal zusammenlöten. Und zwar diese ganzen Bauteile kommen hier erstmal drauf. Und bevor man dann die restlichen Bauteile hier dran lötet, steht in der Anleitung, dass es sich empfiehlt, diese Leiterplatte erst einmal zu testen. Und zwar wird dann an die Batteriekontakte erstmal zwei Drähte gelötet und dann wird gezeigt, dass man an diesem Pin, das ist hier auf dieser Grafik etwas schlecht zu sehen, dass man auf diesem Pin eine Spannung von zwischen 0,5 Volt und 1 Volt messen soll. Und das ergibt da auch Sinn, denn die Stelle, wo man misst, ist genau diese Stelle, also an dem Kondensator C4, und das ist die sozusagen die Bias-Spannung für die Kopfhörer. Das heißt, wir müssen hier an diesem Punkt idealerweise eine Spannung erreichen, also eine Spannung, die genau in der Mitte der Versorgungsspannung liegt. Also hier haben wir 1,5 Volt. Das heißt, dieser Punkt sollte idealerweise bei 0,75 Volt liegen, sodass dieser Punkt dann eben sich aufschwingen kann und wir können dann an den Kopfhörerkontakten dann zwischen minus 0,75 Volt und plus 0,75 Volt schwingen. Das heißt, wir haben dann hier einen schönen Sinus. Das heißt, dieser Punkt muss auch ziemlich in der Mitte der Versorgungsspannung liegen. Und das ist das, was hier an diesem Test sozusagen überprüft wird. Und das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Wir haben eben gesehen, das waren 58 Millivolt, die wir an diesem Kondensator messen können. Also bei weitem nicht bei 1 Volt. Was mir bei der Montage aufgefallen ist, hier ist einmal sehr schön erklärt, also erstmal da ein Lob. Hier ist jedes Mal erklärt, woran man erkennt, dass man das richtige Bauteil hat. Also zum Beispiel hier sind zwei Kondensatoren. Bekannterweise stehen auf den Kondensatoren nicht drauf, auf dem Gehäuse nicht drauf, wie groß die sind. Und dann verwenden sich hier zwei verschiedene Gehäuse. Also einmal für den 10-Mikrofarad-Kondensator, das ist ein großes Gehäuse, wobei dann bei dem kleineren Gehäuse, 10 Nanofarad, ein kleines Gehäuse verwendet wird. So kann man sie auseinanderhalten. Bei den Widerständen ist hier erklärt, was draufgeschrieben sein muss. Also 1003, 1002 und 1001. Bei den verschiedenen Werten und auch bei den Transistoren ist hier erklärt, dass bei dem BSR17 U92 geschrieben stehen muss auf dem Transistor. Daran erkennt man das, dass es der richtige ist. Das stimmt auch mit dem Datenblatt des BSR17 überein. Es muss U92 geschrieben stehen. Auf dem BC847 muss 1FW stehen. Das Problem ist hier, es ist nicht der Fall. Bei allen Transistoren ist das nicht der Fall. Das kann man an der Kamera, glaube ich, sehr schlecht sehen. Also bei dem ersten Transistor steht hier KL4 auf dem Gehäuse, obwohl geschrieben stehen sollte U92. Auf den zweiten beiden Transistoren steht statt 1FW 1F drauf. Also entweder haben sich sagen die Macher hier kurzfristig für einen anderen Transistor entschieden. In dem Fall ist es aber sehr irreführend. Als Laie kann man da nichts machen. Also es gibt diese Transistoren mit diesen Markings sind hier nicht vorhanden. Ich bin mir bei dem BSR17 bin ich mir nicht sicher, ob der richtige Transistor hier eingebaut ist. Also ich habe den Baustein, der hier verlötet ist, einmal vermessen. Also es scheint ein bipolarer NPN-Transistor zu sein. Vielleicht ist das der falsche. Deswegen kommt diese Spannung hier nicht zustande. Also die Frage stellt sich jetzt, soll man das weiter montieren und dann feststellen, dass es nicht funktioniert? Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht funktionieren wird, weil die Bias-Spannung hier nicht mehr gegeben ist. Oder was macht man dann? Also ich würde eher dazu tendieren, dass ich an dieser Stelle aufhöre und mich erstmal mit Elektro in Verbindung setze und schaue, was die dazu zu sagen haben.
Moin, ich habe mich mit Elektor in Verbindung gesetzt, habe denen das Problem beschrieben und auch den ersten Teil des Videos, sprich das, was ihr bis jetzt gesehen habt, zugesendet. Und die haben oder die konnten bestätigen, dass die Transistoren schon die richtigen sind. Dass die Markings natürlich hier unterschiedlich sind, hängt auch davon, dass man gewisse Transistoren ja auch von verschiedenen Herstellern kaufen kann mit der gleichen Typenbezeichnung und der Transistor ganz links ist wohl eben von einem anderen Hersteller. Die haben dementsprechend die Bedienungs- oder die Montageanleitung korrigiert. Also alles wunderbar. Und die konnten auch sonst keinen Fehler sehen in dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Außer natürlich, dass auch da der Mitarbeiter sofort gesehen hat, dass ich das Pad nicht richtig gelötet habe. Ich habe auf der Version, die ich den zugeschickt habe, eben noch nicht diesen Hinweis mit dem Pfeil eingeblendet, wo ich dann geschrieben habe, der Kondensator war nicht richtig gelötet. Das heißt, der Mitarbeiter hat das von sich aus gesehen, war aber auch recht eindeutig. Also ich habe die Transistoren auch vermessen. Und zwar, wenn man das hier betrachtet, ich habe mal geschaut, ob man eine Diodenschwellenspannung zwischen Basis und Kollektor und Basis und Emitter messen kann, also die sozusagen den PN-Übergang, die Schwellenspannung des PN-Überganges messen kann. Und in beiden Richtungen kann man eine Diode messen und in die entgegengesetzte Richtung sperrt der Transistor. Also sprich, an sich ist alles in Ordnung. Jeder der Transistoren scheint ein richtiges Verhalten aufzuweisen. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegen mag. Falls wir noch am Ende Zeit haben, könnte man ein Debugging dieser Platine durchführen. Vielleicht fällt uns ja was auf. Ich habe auch hier am Eingang ein Signal angelegt, also ein schwaches Signal, und habe versucht, dann dieses Signal am Ausgang zu messen, aber da kommt wirklich nichts durch. Also irgendwas an dieser Schaltung ist auf diesem PCB nicht in Ordnung. Ich kann mir bis jetzt noch nicht erklären, was. Ich habe das aber auch, muss ich zugeben, nicht so lange untersucht. Also ich habe erstmal die Basics durchgemessen und es schien alles in Ordnung zu sein. Ich habe freundlicherweise von Elektor ein zweites Kit zugeschickt bekommen. Ich schlage vor, wir bauen dieses zweite Kit nochmal auf und prüfen, ob das zweite Kit funktioniert. Jetzt kommt der entscheidende Test. Also ich mache die Spannung an und mal gucken. Das ist genau das gleiche Ergebnis. Ja, das war erstmal enttäuschend. Also es ist wieder der gleiche Fehler, was ja dafür spricht, dass der Fehler systematisch ist. Ich habe mich ein bisschen auf die Recherche gemacht. Also hier steht bei einem Baustein KL4 1F 1F. Und da habe ich mal geguckt, was KL4 bedeuten könnte. In der Anleitung haben wir viele SOT 23 Komponenten drauf. Also im SOT 23 Gehäuse haben wir diese Transistoren mit U290 drauf und einmal
1FW drauf und dann ist hier noch so eine Schutzdiode drauf, wo dann VW4 stehen soll. Also KL4 kommt hier nicht vor. Also habe ich gesucht und habe ein Bauteil gefunden, wo als Marking KL4 vorkommt, in einem SOT 23 Gehäuse, und das ist eine BAT54S Schottky-Diode. BAT54S. Als ich mir das angeschaut habe, dachte ich so, hä? Haben wir nicht hier auch eine BAT54S drin? Oh. Ah. In der Anleitung steht ja ganz deutlich, was in welcher Tüte drin ist. Nämlich in der Tüte 1 haben wir unseren BSR17 Transistor und den BC847B, die beiden Transistoren. Und in der Tüte 2 ist die Schottky-Diode BAT55S. Ich habe mir die Tüte zweimal angeschaut und sehe da, da ist ja nichts mehr. Aber in der Tüte 1 ist noch ein Bauteil. Und dieses Bauteil trägt eine Bezeichnung drauf, nämlich, packen wir es mal aus, da steht drauf U92. Ja, ja. Also, ich habe zweimal hintereinander dieses Kit zusammengebaut und zweimal hintereinander habe ich diesen Transistor aus der falschen Tüte genommen. So, machen wir mal einen Test. Es muss jetzt etwas zwischen 0,5 und 1 Volt messbar sein. Und hey, minus 0,8, gut, minus, weil ich jetzt die Messspitzen vertauscht habe. 0,12. Ja, kann man da sich jetzt noch irgendwie rausreden, dass ich jetzt zweimal die falsche Tüte genommen habe? Ich glaube nicht. Also, ich muss einfach lernen, dass ich da ein bisschen aufmerksamer bin, wenn ich sowas zusammenbaue. Ich habe jedes Mal zweimal hintereinander die zur falschen Tüte gegriffen. Wobei man natürlich trotzdem noch sagen muss, dass die BAT54-Diode, also VW4, stand nicht, sondern KL. KL4 stand auf dem Gehäuse. Das würde ich nochmal Elektor sagen, dass diese Bezeichnung zumindest in diesem Kit nicht zu finden war. Es kann natürlich sein, diese Diode, das ist eine Standarddiode, die gibt es von unendlich vielen Herstellern und jeder Hersteller verwendet natürlich andere Markings, also müsste man dann theoretisch alle auflisten von allen Herstellern, die sozusagen von denen Elektor sozusagen diese Dioden beziehen könnte. Aber das ist keine Entschuldigung. Ja, ich sollte jetzt mehr aufpassen, aber ich muss auch sagen, es gibt hier keine Bauteile mehr, bei denen das noch passieren könnte. Denn, ne, also hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht wieder was vermassel. Yay, aber ey, immerhin, es läuft. Ich habe jetzt zwei Kits. Es hat auch mal was. Ich würde sagen, wir bauen jetzt das Kit weiter zusammen und tun so, als wäre das nie passiert.
Ich habe noch eine kleine Abweichung gefunden bei diesem Cinch-Anschluss. Steht in der Anleitung, erstmal die Pins gerade biegen und dann kann man sie auf der Leiterplatte einmal drauflöten. Und das passt ja eigentlich ganz gut hier drauf. Also dieser eine Grounding-Pin kommt hier drauf und dieser Pin auf dieses Pad. Und dann habe ich gesehen, hä, diese Pins, die ich eben gerade gebogen habe, die kollidieren hier mit der Leiterplatte. Und wenn man das einmal vergleicht auf der Webseite, dann merkt man auch, dass auf den Bildern, die dort abgebildet sind, hier bei diesem Kondensator, man sieht hier so ein halbrundes, schon ein halbrunder Ausschnitt, der ist hier eingefräst. Und auch hier unten das gleiche nochmal, dieser halbrunde Bereich ist rausgefräst und hier nicht. Und zwar auf beiden Platinen. Also ich habe ja zwei zugeschickt bekommen. Auch hier ist es das gleiche Problem. Also dieser Ausschnitt ist hier nicht herausgefräst. Da würde ich nochmal nachschauen. Also bei Elektor, das ist die Leiterplatte Version 2.1, ob eventuell die Gerber-Daten hier fehlerhaft sind, sodass dieser Ausschnitt in den Gerber-Daten fehlt. Denn definitiv wurde er hier nicht durchgeführt. Aber ich denke mal, das ist kein großes Problem. Es gibt nichts, was man nicht mit einer kleinen Feile lösen kann. Und es passt perfekt drauf. Einzig, was mir auch hier aufgefallen ist, dieser Grounding-Pin, also der Ground-Anschluss, der kommt hier nicht richtig raus aus dieser Öffnung. Das könnte nachher, wenn man dann lötet, könnte es dann passieren, dass der auch nicht richtig hier festgelötet wird. Und auch bei diesen Pins, hier gibt es zwar diese Vias an beiden Seiten, also man könnte versuchen, diesen Pin mit diesen Vias zu verlöten, aber eigentlich ist das hier nicht so richtig möglich. Es sei denn natürlich, dass bei der echten, also wenn die Platine richtig gemacht wäre, vielleicht wäre auch diese innere Kante hier, also diese innere Kante, vielleicht wäre sie auch geplated, also sprich quasi mit Kupfer beschichtet von innen, dann könnte man sozusagen diese Pads dann auch drauflöten. Zumindest hier ist das so nicht möglich. So, das Kit ist soweit fertiggestellt. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass die Feder, die den Kontakt zur Batterie herstellt, hier einfach so lose drin liegt. Also auch laut Anleitung soll sie also nicht befestigt werden. In der Anleitung steht der Vorschlag, man könnte sie auch festlöten. Nein, kann man nicht. Also diese Feder, die ist ja aus Stahl. Und das lässt sich nicht löten. Also ich habe das auch vorsichtshalber ausprobiert. Also das wäre mir sonst auch
Also das hätte mich sonst auch überrascht. Also diese Feder lässt sich hier nicht festlöten. Ich habe es trotzdem also auch hier probiert und auch die Feder so mit Lötzinn versucht zu benetzen. Nein, also diese Feder lässt sich nicht löten. Das war auch zu erwarten. Also dass die Feder hier so rumliegt, so einmal drin. Okay, es dürfte funktionieren, aber ehrlich gesagt, schön ist das, finde ich nicht. Können wir mal versuchen, ob wir die Batterie reinstecken können, aber ich merke gerade, ich habe die falsche Batterie. Steht ja auch hier drin, 3xA oder eben Mikrobatterien, das sieht schon besser aus. So. Das kommt einmal hier rein. Och. So. Das ist dann etwas fummelig einzusetzen. Aber gut, ja. Also es hält, aber man muss dann aufpassen, dass diese Feder dann nicht verloren geht. Und vor allem muss man natürlich gucken, dass sie dann recht mittig auf den Batteriekontakt schaut. Es war diese Gewindebolzen muss man hier drauflöten. Da muss man dann aufpassen, dass die natürlich erstmal mittig sitzen und vor allem auch, dass kein Lötzinn hier reinfließt, denn das würde ziemlich doof enden. Falls die Entwickler vom Tapir hier jetzt zuschauen sollten, habe ich eine ganz kleine Bitte an Sie für die Revision 2.2. Und zwar diese Schraubenlöcher, habe ich eben nachgemessen, haben einen genauen Durchmesser von 2 mm. Und diese werden hier benutzt für diese M2-Schrauben. Und diese M2-Schrauben haben einen Durchmesser von etwas weniger als 2 mm. Und man sieht, die passen hier exakt ohne Spiel hinein. Das ist doch gar nicht notwendig, hier so ein exaktes Maß zu nehmen, weil diese Schrauben haben doch einen ziemlich breiten Kopf. Also das Problem ist hier folgendes, dass wenn man diese Abstandsbolzen oder diesen Buchsen anlötet, die müssen hier erstmal genau zentriert sein, genau nach unten schauen, also dürfen also nicht verschoben sein. Und auch diese kleinen Leiterplatten, da muss man auch darauf achten, dass sie genau rechtwinklig hier angebracht sind, genau auf der richtigen Höhe. Auch die kann man, diese Leiterplatten kann man nachher in der Montage, wenn man sie lötet, plus minus 0,5 mm verschieben ohne Probleme. Und nur wenn alles genau übereinander stimmt, dann sitzen auch diese Löcher genau über den Bolzen. Aber das ist sehr schwierig zu machen. Also bei mir sieht man, dass dieses Loch hier sehr gut übereinstimmt, aber dieses ist Bruchteil eines Millimeters verschoben. Und schon kriege ich diese Schrauben ja da gar nicht rein. Hätte man hier statt 2 mm vielleicht 2,5 mm Durchmesser gemacht, hätte man schon einen halben Millimeter Spiel und würde die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gleich beim ersten Mal zusammenpasst, wäre viel größer. Also ein kleiner Wunsch für die Revision 2.2. Und übrigens, Tapir bedeutet Totally Archaic but Practical Interceptor of Radiation. Oh, finde ich interessant.
der Tapir ist soweit fertig. Die Schwierigkeit von diesem Kit würde ich auf einer Skala von 0 bis 10 bei ungefähr, sagen wir mal, 5 bis 6 legen. Es gibt hier einige knifflige Momente, zum Beispiel, wo man die Leiterplatten hier so zusammenlegt, dann muss man die innen verlöten und da kommt man mit einem Lötkolben sehr schwer ran. Und vor allem, mir ist aufgefallen, dass bei einigen Kontakten, wenn man die verlötet, zum Beispiel hier, auch dieses Pad wird benutzt, um mit einer benachbarten Leiterplatte verlötet zu werden, und auch dieses mittlere Pad wird auch benutzt, um mit einer benachbarten Leiterplatte verlötet zu werden, und hier ist nicht viel Abstand zwischen den Pads, das heißt, auch da kann es schnell passieren, dass man dann eine Lötbrücke macht, zum Beispiel, oder dass man Pads dann nicht richtig sich verlöten lassen, sondern nur das eine Pad zwar mit Lötzinn benetzt wird, aber das anliegende Pad eben nicht, zum Beispiel. Und es war wirklich schwierig, in einigen Situationen da mit einem Lötkolben richtig ans Pad zu kommen, weil das so weit innen lag, und vor allem ist es dann dunkel, man braucht sehr viel Licht dafür, um das zu verlöten. Also vor allem, als man die letzte Leiterplatte verlötete, das war etwas fummelig, aber wenn man sich Zeit lässt, ging das. Also es gibt hier keine, ich glaube, man braucht nicht viel Vorwissen, einfach nur etwas mit Gefühl und mit Vorsicht rangehen. Und das einzig die SOT23-Komponenten, also diese kleinen Transistoren, die könnten vielleicht eventuell schwierig zu löten sein. Aber eigentlich ging das, würde ich sagen. Die Antennen selbst waren ein bisschen fummelig. Was mir aufgefallen ist bei den Steckverbindern, diese Steckverbinder sind eigentlich so gedacht, dass man den Leiter, den man hier reinsteckt ins Zentrum, dass man den festschraubt. Wobei jedoch mir aufgefallen ist, dass das so einfach nicht möglich ist, denn der Leiter von diesem Draht, der ist leider zu dick für diesen Steckverbinder. Ich habe das Gefühl, dass er zu dick ist. Das resultiert darin, dass man dann die Schraube nicht fest bekommt. Also sie dreht dann durch. Und auch in der Anleitung wussten das wohl die Macher dieses Kits bereits darüber, über dieses Problem Bescheid, weil sie haben nämlich gleich geschrieben, dass man den Draht hier festlötet, also dass man den gar nicht erst versucht zuzuschrauben. Ich habe mich da gewundert, ich habe deswegen auch zuerst versucht, den zu schrauben, wie das bei diesem Steckverbinder vorgesehen ist. Der Nachteil, der natürlich dabei ist, ich mache den mal auf, dieser Steckverbinder ist nicht zum Löten gedacht, und diese innere Isolation, also dieser weiße Kunststoff, der fängt nämlich sehr schnell an zu schmelzen. Also der Steckverbinder ist nicht zum Löten vorgesehen. Diese mittlere Zugentlastung, ich habe jetzt kein Werkzeug gehabt, mit dem ich das Ding zusammendrücken kann, also habe ich das mit einer Aderenthülsen-Krimmzange gemacht. Das hält einigermaßen ganz gut.
Ich habe jetzt den Tab hier mit einem Ozi verbunden. Also wir messen jetzt das, was normalerweise der Lautsprecher empfängt. Und hier sieht man das, was mir schon vorher aufgefallen ist. Das meiste, was man empfängt, ist die 50 Hertz Netzfrequenz. Und die ganzen restlichen hochfrequenten Signale, die werden dann nur noch auf dieses niederfrequente 50 Hertz sozusagen drauf moduliert. Oder und wenn man das Gehäuse des Tapirs anfasst, das hat einen ganz starken Einfluss auf das Ausgangssignal. Und man sieht sozusagen, also wir haben vorhin auch schon gesehen, wenn man die Antenne an das Display ranführt, dass dann das 50 Hertz Rauschen niedriger wird. Also man sieht relativ wenig bei der H-Feld-Antenne, also bei der Spule, da waren die 50 Hertz weniger, habe ich das Gefühl gehabt. Also es ist jetzt noch stärker geworden. Komisch, auch hier sieht man relativ viel 50 Hertz Anteil. Man merkt, wenn man den Tab hier am Gehäuse berührt, dass dann die 50 Hertz deutlich stärker sind. Wenn man es aber dann hier vorne anfasst, an dem Kunststoff, dann verschwinden die 50 Hertz fast ganz. Und dann sieht man dieses periodische Signal von dem Display des Scopes. Also was natürlich hier anders ist, wir haben hier ein Tapir, jetzt gerade ein Open Circuit, also sozusagen die Eingänge werden, also die Ausgänge werden nicht belastet. Das ist natürlich bei einem Kopfhörer anders. Da haben wir einen gewissen Widerstand am Ausgang, das heißt wir belasten den Ausgang und ich glaube, dass dann auch die 50 Hertz verschwinden. Ich probiere das mal aus, dass wir dann einen kleinen Widerstand am Ausgang des Tapirs nochmal anhängen, um das zu simulieren. Ich habe jetzt an den Ausgang des Tapirs 10 Kiloohm angehängt und man merkt, dass die 50 Hertz fast ganz verschwunden sind. Also ein bisschen ist da noch sowas zu sehen, aber sonst... Gucken wir mal, wie das. Also auch hier bei der H-Feld-Antenne fast weg. Also das 50 Hertz Signal ist fast weg. Man sieht dieses periodische Signal von dem Bildschirm des Scopes. Lass mal kurz schauen, welche Bandbreiten der Tab hier noch empfangen kann. Wir können ja nur bis 20 kHz maximal hören. Lass mal schauen, ob er auch höhere Frequenzen am Ausgang ausgeben kann. Ich habe jetzt einen Funktionengenerator genommen. Hier können wir jetzt Sinus-Signale generieren. Der steht jetzt auf einer Range von 10K. Das heißt, ich kann hier von 10 kHz bis 500 kHz Frequenzen erzeugen. Und am Scope habe ich jetzt die Fourier-Transformierte eingeschaltet. Das heißt, wir können hier sehen, welche Frequenzen wir empfangen können. Und wir sehen, wir haben jetzt gerade einen Peak bei etwas mehr als 100 kHz. Und wenn ich den Funktionengenerator verstelle, dann sieht man, dass der Peak tatsächlich noch deutlich weiter geht. Also wir sind jetzt über 220. Ungefähr bei 230 kHz können wir noch gut empfangen. Also der Aufbau ist jetzt recht simpel. Ich habe jetzt einfach nur
eine Leitung hier angeschlossen und am Ende der Leitung sitzt dann der Tab hier mit seiner E-Feld-Sonde. Also wir haben ja hier keinerlei Stromfluss, das heißt mit einer H-Feld-Sonde, also mit diesem, dieser Spule, sollten wir theoretisch nichts empfangen, aber ein bisschen natürlich wird da auch zu sehen sein. Und wir sehen ja hier, dass wir noch bis über 200 kHz damit gehen können. Ich kann jetzt mal versuchen, ob wir auch höhere Frequenzen erreichen können. Wir haben jetzt eine Frequenz von, ich habe jetzt mal eine Frequenz von 1 MHz eingestellt. Da muss ich dann auch dementsprechend die Zeitskala hier einstellen. Also ich habe jetzt eine Abtastrate von 5 Megasamples pro Sekunde. Machen wir mal 10 Megasamples pro Sekunde. Machen wir mal hier eine von 0 Hertz bis 2,4 Megahertz. Oh, und wir sehen deutlich den Peak bei etwas mehr als 1 Megahertz. Also wir haben hier 1 Megahertz und wir sehen jetzt etwas mehr als 1 Megahertz. Also sprich, der Tapi kann deutlich höhere Frequenzen detektieren als nur hörbare Frequenzbereiche. Also ich finde es schade, wenn man den dann nur für, wenn man den nur zum Hören benutzen würde. Man kann ihn also in gewisser Weise als eine E-Feld-Sonde verwenden. Das heißt, man kann dann mit dem Tab hier dann zum Beispiel messen, ob man wieder, also EMV sozusagen, Eigenschaften eines Produktes damit, naja, beurteilen nicht, aber zumindest messen, ob irgendwas ausgesendet wird. Wir können zum Beispiel mal wieder ein Handy nehmen und gucken, ob das, ob er dann, was er hier dann empfängt. So, ich schalte mal den Funktionengenerator an. Also man sah noch immer noch den Peak vom Funktionengenerator. Das ist interessant, obwohl das Kabel hier weiter weg steht. Ich schalte mal wieder den Funktionengenerator an. Und schon sieht man den Peak bei 1 MHz. Das ist ja mal interessant. So, die E-Feld-Sonde liegt jetzt über dem Display. Machen wir mal die Empfindlichkeit hier ein bisschen höher. Man sieht, dass das hier alles anfängt zu tanzen. Also wir können auch höhere Frequenzen ohne Probleme wahrnehmen mit dem Teil. Also man sieht, dass das Telefon sporadisch irgendwelche Signale ausgibt und das kann natürlich die FFT-Transformierte, die kann das nicht so richtig wahrnehmen, weil sie nur für eine kurze Zeit auftauchen. Aber man sieht, wie viel unterschiedlichste Frequenzen hier vorhanden sind. Wenn ich das Handy wegnehme, dann beruhigt sich das Ganze, obwohl immer noch wahrnehmbar sind. Ich habe das Gefühl, vielleicht sind diese Frequenzen, die hier immer wieder auftauchen, die kommen wahrscheinlich ja von dem Oszilloskop, oder? Das kann natürlich auch gut sein. Oh. Der 10K-Widerstand hat sich jetzt gerade gelöst. Ja, also es kann sein, dass diese sporadischen Signale, dass die von dem Oszilloskop selber kommen. Ich habe jetzt den Funktionsgenerator des Oszis eingeschaltet. Dieser kann maximal 25 MHz ausgeben. Das ist auch die höchste Frequenz, die ich hier machen kann. Und auch hier der gleiche Aufbau, einfach eine Leitung und am Ende der Leitung sitzt die E-Feld-Sonde. Und siehe da, wir sehen bei der Fourier-Transformierten einen Strich, einen Peak bei genau 25 MHz. Das heißt, der Tapir kann wirklich im Megahertz-Bereich noch deutlich Signale aufnehmen. Das heißt, wir können den auch als E-Feld-Sonde benutzen. Natürlich auch hier, das Ding ist natürlich nicht kalibriert, wird vielleicht bei bestimmten Frequenzen nicht immer den gleichen Output geben. Das heißt also, man kann es höchstens benutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Strahlt eine gewisse Schaltung oder strahlt sie nicht? Aber richtig natürlich qualifizieren, was man jetzt da sieht und das beurteilen zu können,
Dafür reicht das Teil natürlich nicht, aber man kann zumindest etwas sehen. Ich habe jetzt hier wieder diese LED-Leuchte genommen mit einem eigenen DC-DC-Konverter und mit der H-Feld-Sonde. Also überall, wo Ströme fließen, kann man dann diese H-Feld-Sonde benutzen, um dann die Ströme zu detektieren. Und man merkt, wenn ich diese Leuchte einschalte, dass dann sofort ein ganzer Haufen an Störungen hier sichtbar sind. Und zwar die Skala geht hier bis 2,4 Megahertz und man sieht also, dass bis 2 Megahertz hier immer noch diese Spikes auftauchen. Wenn man die jetzt ausschaltet, dann verschwindet das Ganze. Insgesamt finde ich, ist der Tapir ein interessantes Kit und vor allem in Kombination mit einem Oszilloskop kann man hier viele Experimente machen und schauen, was die einzelnen Geräte alles emittieren. Auch einfach mit einem Kopfhörer durch die Gegend zu laufen und in seinem eigenen Haus mal messen, was die einzelnen Geräte alles von sich geben, auch wenn sie scheinbar im Standby stehen und nichts machen. Insgesamt finde ich, macht die E-Feld-Sonde weniger Spaß mit Kopfhörern, weil man ständig dieses 50 Hertz Pochen in den Ohren hört. Die H-Feld-Sonde ist dagegen fast komplett still und nur wenn man ganz nah an ein Gerät kommt, dann hört man dort die Stromflüsse oder sozusagen der hörbare Spektrum der Magnetfelder, die der Strom erzeugt. Falls man den Tapir in Kombination mit einem Oszilloskop verwendet, würde ich empfehlen, dass man zwischen den beiden Ausgängen, also zwischen dem Ground und dem Ausgangssignal, einen 10K Widerstand anbringt, sodass man diese 50 Hertz Frequenz möglichst gut herausfiltert und dann kann man dann auch schauen, was die Geräte an sich alles ausgeben. Auch die günstigsten Oszilloskope haben eine FFT-Funktion, sodass man dann auch im Spektrum sehen kann, was die für Frequenzen emittieren. Falls ihr diese Folge interessant fandet, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye!